Servus Leute, ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, erste Folge haben wir hinter uns geschafft. Bis jetzt sehr, sehr cooles Game, muss ich sagen. Und macht mir richtig, richtig Spaß. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn es dir genauso viel Spaß macht, lass mir doch ein bisschen Unterstützung hier. Ein Abo, ein Kommentar, ein Like, alles gern gesehen. Aber nichts muss, wie gesagt. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Kaufe dir eine Tiefenweste bei Glitzis Stand. Okay, machen wir doch gleich mal. Ich muss es auch ein bisschen leiser machen hier. Gut. 86 Schmiede, das haben wir schon gelernt mit dem Kompass dort oben. When did it get so late? Wo ist ein Glitzi? Ah, da hinten auf der Karte. Ach so, okay, müsste ein Ding schauen hier irgendwo. Irgendwo müsste sein. Da Glitzi stand. Okay. Sprechen. Okay, kommt gerade das Sekret mal wieder an. So, ah, Freund Rex, immer schön zu sehen. Hey, Glitzizi, sag mal, hast du noch dieses eine tolle Teil auf Lager, was ich neulich bei dir anprobiert habe? Ah, hat Rex endlich genug Kaching für Kauf? Also wahrscheinlich Nickel, würde ich sagen. Oder G. So sieht's aus. Kaufen, okay. Tiefenweste. 5000 kostet die. Bäh. Erhöht maximale KP um 24%, aber was kann die? Kann ich da irgendwie sehen, was da noch die Eigenschaften sind? Nur die KP, oder? Okay, dann bestätigen wir mal bitte auf A einmal. Wie wollte ich denn kaufen? Eine. Ich kann aber eine kaufen. Die hat bloß eins in Besitz, oder? Warte mal, gehen wir nochmal zurück. Preis im Besitz 0 von 900. Okay. Sind das meine 0 von 900 oder ihre 0 von 900? Okay, können wir nicht mehr kaufen. Können nur eine kaufen. Okay, bestätigen wir das mal. Warum schwimmt Rex plötzlich in Kaching? Tollen Funkelschatz gefunden. Wertvolles Magieviech verhauen? Nee, viel besser. Ich habe einen Auftrag von Opapon bekommen. Da gab es direkt 100.000 Gold als Anzahlung. Hui, Glitzi, sehr beeindruckt. Aber für den Auftrag muss ich in unbekannte Gewässer. Da will ich lieber gut vorbereitet sein. Denn nicht weiter, sorg, sorg. Neue Weste wird Rex beschützen. Glitzi-Garantie. Also dann. Bitte Hals- und Beinbrechen bei Auftrag. Okay, bitte nicht Hals- und Beinbruch. Das wäre dann schon mal erledigt. Und jetzt? Gut, ich habe immer noch ordentlich Kohle übrig. Ich wollte ja noch was nach Hause schicken, nach Fonset. Sollte nochmal zur Handelszentrale und mit Melolo reden. Okay. Endlich hast du die Tiefenweste, die du dir schon so lange gewünscht hast. Wenn du sie ausrüstest, wird sie deine maximalen Kraftpunkte um 24% erhöhen. Im Laufe des Spiels wirst du viele weitere Rüstungen, Accessoires und Schmuckstücke finden, die dich auf unterschiedlichste Weise stärken können. Momentan ist die Tiefenweste dein einziges Ausrüstungsstück. Wähle im Hauptmenü unter Charaktere Rex aus und dann Ausrüstung, um sie anzulegen. Okay, dann schauen wir nochmal. Charaktere. Rex. Ausrüstung. Ah, alles klar. Sockel 1, Sockel 2, okay. Dann machen wir mal Sockel 1 rein. Wir haben aktuell 348 Kraftpunkte und steigen dann auf 431. Okay. Sehr gut. Gibt es hier noch Harmonieringe? Mei, was ist denn das alles? Okay, ich glaube, da werden wir uns später noch befassen. Techniken. Breitschwert, okay. Okay. Gut, würde ich sagen. So, schauen wir doch mal unsere Ziele an. Sprich mit Melolo in der Handelszentrale. Okay. Der müsste ja hier vorne sein. Freund schon zurück. Was? Vergessen? Nein, das nicht. Ich wollte nur noch mal Gold transferieren.
Hat Rex Katsching auf Boden gefunden? Lupon hier sehr gierig. Rex sollte kleinen Katsching sofort überweisen. Nein, eigentlich ist es etwas mehr als nur ein bisschen Kleingeld. Oh, also große Summe, etwa 1000 oder 2000 Gold? Ich traue mich gar nicht, das so laut zu sagen. Flüstern wir lieber? Es geht nämlich um 100.000 Gold. 100.000! Schrei nicht so. Nicht zu laut. Huch, Entschuldigung. Melanur sonst immer Gelassenheit in Person. Aber woher trägst du so fürchterlich viel Katsching? Nein. Melanur will gar nicht wissen, will nichts zu tun haben mit dubiosen Geschäften. Bitte. Da ist nichts Dubioses dran. Eine völlig legale Bergungsmission. Nun, Melanur kann so riesen Katsching nicht annehmen, muss Rex direkt zu Kurier bringen. Wenn Melanur Katsching für Transfer annimmt, geht Katsching sowieso an Kurier. Kurier heißt Max. Oh, Max. Den kenne ich. Dann hat Max also immer mein Gold nach Fonset gebracht? Rex kennt Max, dann geht Sache sicher ganz flinkel. Was? Flinke Flotte. Rex kennt auch Aufenthaltsort von Max. Klar, ich muss nur einmal durch den Bazar durch, stimmt's? Danke, Melolo. Okay, redet Max dem Kurier. Greift ihr uns eigentlich an? Die greift uns nicht an, aber die könnten wir doch mal gleich killen, oder? Okay, time to take you down. Ja! 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 Au! Ja! Alles klar. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich denke in die Richtung hier, oder? Ja, okay. Da ist der Maxl. Hi Max, ich wollte etwas Gold transferieren lassen. Oh, hallo Rex. Hast du dein Gold nicht sonst immer bei Melolo abgegeben? Diesmal ist es eine ziemlich große Summe, deswegen meinte Melo, ich soll es dir direkt geben. Mann, du bist echt vorbildlich, Rex. Ich kenne nicht viele, die ihrem Heimatdorf jeden Monat Gold schicken. Ach, da ist doch nichts dabei. Na, jedenfalls, um was für einen Betrag handelt es sich denn? Ich würde schon gerne möglichst viel schicken, aber ein bisschen brauche ich schon noch für mich. Ja, weiß ich nicht, Leute. Wollen wir das schicken oder wollen wir das nicht schicken? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal gar nichts, oder? Ich weiß es nicht. Muss ich das machen? Muss ich das nicht machen? 90.000 ist schon gut. Da hätten wir schon ein bisschen Kohle. Kann ich hier nicht weniger machen? Ach komm, mach. Egal. Hallo, das ist ja echt ein Batzen Gold. Du musst ja einen Schatz gezogen haben. Was, ich habe einen echt gut bezahlten Job von Oberpon angenommen. Mensch, da wird man ja glatt neidisch. Ach, da fällt mir ein. Ich habe noch eine Lieferung für dich. Gut, dass du gerade hier bist. Die ist sogar von Corin aus Fonset. Hä? Was für ein Zufall. Hier, bitte. Boah, Schmorwolkenmeerhai. Sieht ja lecker aus. Den hebe ich mir für später auf. Danke, Max. Ich verlasse mich auf dich, was das Gold angeht. Keine Sorge, ich habe bisher noch jede Lieferung sicher zugestellt. Okay. Was? Hurui! Oh, Freund Rex, Hurui von Bergungsbetrieb Weißdelfin stets zu Diensten. Hallo. Hallo, Hurui. Motiviert wie immer, Du, ich wollte mir gleich mal ein paar Zylinder anschauen. Komm. Freund muss Hellseher sein. Rui hat vorhin erst blitzneue Zylinder geliefert bekommen. Will Freund mal testen? Darf ich? Rex, großer
Funkel, Funkelstern am Himmel von Bergungstauchern. Wäre gute Werbung, wenn Rex Zylinder mag. Mann, da kriegt man schon mal die Chance, ein brandneues Produkt zu testen. Ich bin dabei. Prima Verein, Rui Rui trifft schnell nötige Vorbereitungen und wartet auf Freund im hinteren Deck. Alles klar. Boah, ganz schön viel zu lesen, Leute. Okay. So, wir müssen mit Rui Rui sprechen. Der ist hier hinten. Hier ist Nigelnagel, neuer Zylinder. Bitte an Bergungspunkt in Nähe testen und hinterher Rui Rui berichten. Mach ich. Silberzylinder, okay. Okay, Bergungspunkt. Bergungsdeck. Tipp für Abenteuer. Kommen wir nur zu deiner ersten Lektion in Sachen Bergungstauchen. Dieses Symbol hier weist einen sogenannten Bergungspunkt aus. Wenn du Zylinder bei dir hast, kannst du an Bergungspunkten deine Taucherrüstung anlegen und in Tiefen des Wolkenmeers hinabtauchen. Versuche vor deinem Tauchgang die angezeigten Knöpfe im richtigen Moment zu drücken. Ach du Scheiße, ich hier mit dem Pad. Beweist du gutes Timing, findet Rex wertvolle Schätze. Bergungspunkte gibt es überall in Allrest und je nach Region lassen sich völlig andere Materialien zutage fördern. Zylinder für deine Tauchgänge kannst du in Bergungsläden erwerben, die praktisch alle Regionen von Allrest zu finden sind. Teure Zylinder steigern die Chance auf hochwertige Ausbeute, aber für den Anfang sollten auch günstigere genügen. Wie wär's, wenn du gleich mal den Zylinder ausprobierst, den Rui Rui dir gegeben hat? Gott, ich mit dem Pet hier. Time for some treasure hunting. Time! Whoa! Oh man! Did I come up with a load of guff again? Ausbeute. Okay, den ersten habe ich verschissen. Schauen wir mal, was es ist. Schicke Schraube. Okay, bring it on. I really am the best. Anchor shot. Ha! Why not? Yeah! Ha! Ha! Okay, dann reden wir nochmal mit ihm. Nurex hat Teil überstanden. Wie war's hinter? Ja, weiß ich doch nicht. Ganz okay, Antwort vom Freund ist matschig wie Kartoffelbrei. Was soll Rui Rui damit jetzt anfangen? Antwort von Rex vielleicht zu vage, weil ein einmaliger Mini-Einsatz nicht genug für aussagekräftige Eindrücke. Rui Rui ist jedenfalls sehr dankbar für Hilfe vom Freund. Hier, als Dankepunkt gibt Rui Rui normale Zylinder. Rex kann weiter an gleicher Stelle wie eben tauchen. Wenn Freund neue Zylinder braucht, bitte jederzeit in den Laden kommen und kaufen. So, das wäre erledigt. Was stand noch gleich als nächstes an? Ach genau, ich wollte mir noch ein paar Lebensmittel kaufen. Die Schmorwolkenmeerhai allein wird ja wohl leider nicht ewig halten. Am besten ich kaufe mir noch schnell was bei Fischi Fischi auf der dritten Ebene, dann sollte ich startklar sein. Okay. Aber wir werden jetzt nochmal tauchen gehen. Ah, das muss bis in den mittleren rein und dann alles klar. Voll verstanden. Miss me. Okay, Ausbeute. Dann schauen wir mal, ich habe eine Kiste rausgeholt.
Okay, bring it on. Ja! Ha! Anchor shot! Ha! Ja! Why not? Na, mein Schatz hier oben auch, Mage, mal auf ihr Rudel. You're all mine. Okay. Ich würde sagen, wir schauen doch mal, ob wir da hochkommen zu Fischi Fischi. Auf die dritte Ebene, damit wir das ganzen Wege hier merken. Eins, zwei. Wir müssen noch eins hoch. Okay, hier. Richtig. Hier rein spaziert. Mal sehen, was nehme ich denn heute? Wir kaufen Grillankerschwanz. Ja, keine Ahnung. Ätherschaden minus 4%, Ätherschaden 3. Mal 2. Drei und hier nehmen wir auch mal 3. Danke, Porn. Auftragsvorbereitungen abgeschlossen. Sehr schön. Du hast neue Ausrüstung und Proviant gekauft. Die Reise kann losgehen. So, die Ausrüstung hätte ich jetzt und der Proviant sollte auch reichen. Ich glaube, ich bin startklar. Ein bisschen Zeit bleibt mir noch bis zum Aufbruch. Vielleicht ruhe ich mich eine Runde im Gasthaus aus. Ich meine, Opa ist ja eh gerade im Mecker-Modus. Der wird mir einen Teufel tun und mich entspannen lassen. Dann lieber ins Gasthaus. Gold habe ich ja genug. Und so ein schönes, weiches Bett ist ja auch mal was Feines. Wo war das Gasthaus noch gleich? Hinter der Bauki-Knur-Kantine. Boah, das ist ein Name. Bauki-Knur-Kantine, oder? Mal sehen, ob ich das wiederfinde. Tipps für Abenteuer. Ein kurzer Aufenthalt in einem Gasthaus reicht schon, um neue Kraft zu schöpfen. Gib dort einfach deine Bonus-EP dafür aus, um deine Stufe zu steigern. Bonus-EP sind Erfahrungspunkte, die du für das Erfüllen von Missionen oder das Entdecken von Reisepunkten erhältst. Wenn du Probleme mit einem bestimmten Gegner hast, ist es ratsam, Bonus-EP zu sammeln und dann in einem Gasthaus deine Stufe zu steigern. Ah, okay. Wenn dir das Spiel hingegen zu leicht wird, kannst du auch ganz darauf verzichten, in Gasthäusern die Stufe zu steigern. Also dann, den großen Auftrag morgen solltest du gut ausgeruht in Angriff nehmen. Okay, Gasthäuser ist praktisch mein Level-Ort. Willkommen, Gast des Limur, falls ein Händler Heier machen. Ich würde es mir gerne aufs Ohr hauen. Aber gerne. Sind noch Zimmer frei? Kurzer Aufenthalt. 100 Gold, boah, also teuer. Aufstieg möglich. Warum kann ich noch weit aufsteigen? Weiter geht's ja gar nicht mehr, oder? Ach, okay, 110 zur nächsten Stufe, Bonus EP 59. So, okay. Stufe 3 schon.
Ich weiß gar nicht, was hier Max-Stufe ist in dem Spiel. So, man hier zu übernachten ist echt eine ganz andere Nummer als in kleinen Hütten, in der kleinen Hütten auf Passrücken. Und bilde ich mir das ein oder bin ich über Nacht irgendwie stärker geworden? Egal, ich mache mich wohl besser mal so langsam auf den Weg zum Treffpunkt. Wo war das denn noch gleich? Beim Abfahrtshafen der Goldmund, oder? Vielleicht kann ich mich unterwegs noch ein bisschen auf der Goldmund umsehen. Ich meine, ein bisschen Zeit habe ich ja sicher noch. Okay, vielleicht können wir ja irgendwie eine Nebenquest machen oder so. Tipps für Abenteuer. Einige Läden sind ab jetzt verfügbar. In alles gibt es alle möglichen Arten von Geschäften. Die Argentum AG gilt als das größte Handelszentrum in ganz Alrest. Die Auswahl an Geschäften ist hier riesig. Es gibt also keinen besseren Ort, um dich auf deine Reise vorzubereiten. Ugh, I slept like a baby. Ich habe keine Mission oder was? Okay. Inventar. Sammelitems. Zylinder, okay. Ja, ich weiß nicht. Schätze, müssen wir das, können wir das verkaufen? Oder müssen wir das aufheben? Okay. Wir speichern mal. Ich weiß nämlich nicht. Speichert er keine Daten, okay? Da muss ich aufpassen. Damit wir hier speichern. Weil ich habe nämlich nichts gelesen, damit er automatisch speichert. Okay. Das sind wahrscheinlich die normalen Optionen. Ja. Also ich hatte da vorne. Rex benutzt seine Tasche, um seine Lieblings-Items darin zu lagern, sodass er immer Hand hat. Items entfalten eine bestimmte Wirkung, sobald sie in die Tasche gelegt wurden. Es passt allerdings nur ein Item auf einmal in die Tasche. Items für deine Tasche hältst du in Geschäften, die Alltagswaren anbieten. Es gibt 12 verschiedene solcher Geschäftstypen in Alrest. Wenn du eine neue Art von Geschäft entdeckst, nimm dir die Zeit und schau dir das Angebot an. Jetzt schauen wir uns nochmal Inventartasche. Ich kann ja aber nichts machen. Hallo, wie läuft's? Hey! Wir wollten hier gerade Verstecken spielen. Freund will reden, dann bitte später wiederkommen. Oh, oder wollte Freund vielleicht mitspielen? Oh, an die Möglichkeit hat Talalu gar nicht gedacht. Also schön, wenn du unbedingt willst, dann spielen wir halt zusammen. Aber dann bist du zuerst mit Suchen dran. Kein Problem. Wow, du bist der Erste, den ich kenne, der Bock auf Suchen hat. Aufgepasst, Talalu erklärt Regeln. Verstecken nur in untere Ebene der Goldmond erlaubt.
Wenn wir die anderen Etagen noch dazu nehmen, wird es ja Tage dauern, bis alle gefunden worden sind. Außerdem macht Mama Pon dann Sorgen. Wenn alle gefunden wurden, dann bitte wieder im Waldsalon versammeln. Da ist Treffpunkt. Alles kapiert? Dann kann es losgehen. Okay. Verstecksgebiet nicht sehr groß, aber wird trotzdem nicht leicht für Freund. Jupp, wir sind krass gute Verstecker, spielen ja das auch jeden Tag. Dann los, alle suchen Versteck und Freund macht Augen zu und zählt langsam bis 100. Ach du Scheiße. Na komm, das machen wir jetzt mal. Oh nö, was ist hier los? Wheeling out the maelstrom for this. Banner sure has deep pockets. Gawking at a boat. What are you, 12? Wait, maybe you are 12. What's my age got to do with anything? I can tell an awesome feat of engineering when I see one. You don't close your mouth soon, you're gonna swallow a fly. What's her problem? We're nearly the same age. Also, you might want to watch where you stand. Otherwise, when we cast off, that rope will take your leg off. Huh? Gotcha. What, you little... Now look whose mouth's hanging open. Rex, we're heading out. There's no one seeing you off, right? You got night watch. Till then, rest up inside. Aye, aye. Later. Okay, dann konnte ich die Mission jetzt gar nicht machen mit dir verstecken. Mann! Bevor du deinen großen Auftragsantritt, solltest du noch etwas über Handelsstellen erfahren. Alter Schwede. Handelsstellen kaufen deine Schätze ab. Okay, Schätze an, aber nur an bestimmten. Nur in bestimmten Paketen. Der Vorteil ist, dass du für so ein Paket mehr Gold erhältst als beim Verkauf einzelner Items. Bevor du dein Bärungsgut also in einem normalen Laden verkaufst, solltest du ruhig mal bei örtlichen Handelsstelle vorbeischauen. Jetzt werde ich erstmal hier die Mission machen. Nicht fair! So, was machen wir danach? Jetzt mache ich erstmal hier bei dir. Das ist da oben. Okay. Das heißt, ich muss da irgendwie hoch. Könnt ihr hier rüber springen? So, dann fehlt es noch eine. Ich hab doch... Jetzt haben wir anscheinend noch einen. Das
der ist nur praktisch. Was war das Fragezeichen? Achso, wir müssen jetzt in den Salon rein, oder? Wir müssen erstmal ein bisschen noch klarkommen hier mit dem Game. Also sieht es mir ein bisschen nach, Leute. Aber es wird bestimmt nicht lange dauern. So, jetzt gibt mir das Megamesser los. Gold, okay. Muskelgurt, cool. Schauen wir doch gleich mal rein. Charaktere, Rex, Ausrüstung. Und da ist der Muskelgurt. Kann ich immer nur zwei Sachen anlegen? Okay, ist mir auch recht. Sockel 1, 2, es gibt nur zwei Sockel anscheinend. Und wir haben jetzt die Taschen gefunden. Gürteltasche. Ah, Favoriten der Gruppe, Lieblingskategorien, Lieblingsitems. Ach du Scheiße. Ah, das ist praktisch so eine Art Skillung für die Spieler und Mitspieler, wenn ich es jetzt so richtig sehe. Grundnahrungsmittel. Ja, weiß ich nicht, was ich da reinmache. Das sind jetzt praktisch Effekte über 20 Minuten. Das machen wir jetzt noch nicht rein. Ah, okay. Puh. Ganz schön viel. Okay, jetzt will ich aber sagen, gehen wir doch mal zu dem Hafen. Wir hätten hier noch eine Quest. Wie kommen die immer noch schon mit? Verflix doch eins. Die Noppen würden da keine zwei Sekunden die Stellung halten. Und ich kann schlecht einfach die Adriana um Hilfe bitten. Was ist los? Hm, oh, hallo. Ach, weißt du, es ist so. Ich habe im Hafen ein paar Kisten mit Waren aus Uraya stehen, die ich hier gerne verkaufen würde. Es gibt leider nur ein klitzekleines Problem. Mehr oder weniger ja. Nur, dass dieser jemand ein Etwas ist. Die Trondkrabbel scheinen total versessen auf das Zeug in meinen Kisten zu sein. Andauernd erwische ich sie dabei, wie sie an Bord klettern und sich an meinen wertvollen Fracht vergehen. Und das Wachpersonal, das ich engagiert hatte, erwies sich leider als unfähig. Sie wurden alle überwältigt. So stehe ich nun hier herum und suche händeringend nach Ersatz. Bisher Unerfolg, wie man sieht. Kann ich helfen, wenn du willst? Du meinst, du würdest die nächste Wachschicht übernehmen? Tausend Dank, ich wusste, du bist etwas ganz Besonderes. Die Kisten stehen übrigens im Hafen der Goldmund. Es sind ziemlich viele, du kannst sie gar nicht übersehen. Wäre schön, wenn du dich um die diebischen Trondkrabbel kümmern könntest. Vielen Dank vorab. Kein Problem. Ich soll das wahren. Angenommen. Yep. So.
Hier ist es jetzt. Nee, das ist das andere. Sie waren ja auch mal im Griff und krabbeln. Hey, ist es jetzt die blaue Quest oder nicht? Gehen wir hier rüber. Ah, ne, das ist die Haupt. Okay, das ist die Neben. Okay, verstehe. Jetzt war ich mir nicht mehr sicher. Blaues Nebenmission ist klar, aber ob das jetzt zu Nebenmissionen gehört oder nicht. Und werden wir den mal hier einen rumklicken. No! We lost the upper hand! Ha! Ha! We can do this all day! Okay, time to take you down. What the fuck? Why not? I guess I really am the best. Ow! Ha! Sword bash! Anchor shot! Ha! I don't know what to see. Why not? Yeah! Ich glaube, diese Trondkrabbe lassen sich hier nicht so schnell wieder blicken. Tja, dann mal zurück zu Isolde. Da bin ich wieder. Wie wundervoll. Jetzt, da ich die Trondkrabbe los bin, kann ich endlich in Frieden meine Fracht ausliefern. Was für eine Erleichterung. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ach, nicht doch. Willst du nicht nur auf meine Waren aufpassen? Ich fürchte, daraus wird nichts. Keine Zeit, Mensch. Ich dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hey, da kommt mir eine Idee. Falls ich mal wieder Trondkrabbe blicken lasse, bitte auf einfach auf die Söldnertruppe aus Garford um Hilfe. Sie sollen angeblich sehr fähige Leute sein. Aber jetzt gibt es erstmal eine Belohnung dafür, dass du so brav meine Waren beschützt hast. Hier, bitte. Es lohnt sich. Okay, Leute, ich würde sagen, ach nee, komm, machen wir noch ein bisschen. Ich glaube, ich werde sowieso ein bisschen längere Folgen machen, weil das Spiel einfach riesengroß ist und wenn ich hier kurze Parts mache, das dauert einfach viel zu lange. Oder es werden dann, weiß ich nicht, 200 Parts und das ist schon extrem dann. So. Alles klar. Wir müssen nämlich hier hin. When did it get so late? Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass wir beide eines Tages mal zusammen auf dem Malstrom fahren. Ich muss sagen, als Bergungstaucher hast du dich ganz schön gemacht, Rex. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Also dann, wie sieht's aus? Hast du alle Vorbereitungen getroffen? Die Reise geht los, sobald du an Bord bist. Yep. Genau das wollte ich hören. Also dann, alles an Bord. Eine Reise in eine unerforschte Region des Wolkenmeers. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
Die Fahrt bis zu diesem unerforschten Fleck im Meer sollte ungefähr einen Tag dauern. Was mache ich bis dahin? Eigentlich könnte ich mich eine Runde mit dem Auftraggebern unterhalten. Wir hätten ja bisher nicht wirklich die Länge dazu und ich wüsste schon gern, wie wenig da überhaupt arbeite. Und außerdem, wie oft kriegt man die Gelegenheit, mal mit richtigen, echten Meistern zu reden? Ah, und danach muss ich wohl zu Monell. Ich bin ja heute Nacht für die Wachschicht eingeteilt. Das darf ich bloß nicht vergessen. Reisepunkt. Malstrom Innenbereich. Gut, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir wirklich einen Cut. Jetzt sind es ja doch schon wieder 42 Minuten. Und schauen wir dann natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir werden mit den ganzen Meistern hier sprechen und klingen, was es sind. Das sind anscheinend die Diener untertan oder so. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Wenn ihr Spaß habt oder Spaß hattet mit der Folge, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.